Servus und grüß Gott, mein Name ist Melanie Kirchlechner, ich bin Schreinerin und Restauratorin, außerdem Autorin für Holzwerken. In diesem zweiten Film zum Thema Bügeleisen in der Werkstatt zeige ich Ihnen, wie man Dellen aus Massivholz und aus Furnier holt. Viel Spaß! Hier kommen wir jetzt zu einer weiteren Anwendung des Bügeleisens, nämlich kleine Dellen aus einer furnierten Platte, aus einer furnierten Tür mit Feuchtigkeit und Wärme, also mit Dampf, wieder quellen zu lassen und in ihre alte Form zu bringen. Dazu betupfe ich die einzelnen Stellen und gehe mit der heißen Bügeleisenspitze genau in diese Stellen hinein und nicht auf die gesamte Fläche, weil ich will ja das Furnier nicht anlösen, sondern nur diese Stellen wieder aufquellen lassen. Dazu muss ich immer wieder mit Wasser nachfüllen und warten, ob sich da etwas tut, ob das Furnier aufquillt. Diese ganze Prozedur zerstört den Lack, das ist aber kein Problem, weil die Tür sowieso neu mit Shellack poliert werden soll. Es funktioniert nicht wirklich gut, also es ist nicht sehr aufgequollen. Es liegt wohl daran, dass diese Dellen schon seit Jahren und Jahrzehnten da drin sind. Deswegen schleife ich in dem Fall nach in der Längsrichtung und versuche die dunklen Vertiefungen ein bisschen schwächer zu bekommen. Und in so einem Fall, wenn Sie sowas auch zu Hause haben, können Sie auch mit der Spitze vom Schleifpapier, sozusagen mit der Kante, wirklich in die Vertiefung hineinschleifen, um die Dunkelheit rauszuholen, die ja besonders stark ins Auge fällt. Abkehren schadet nie, damit man sieht, was man tut. Und in dem Fall gehe ich nochmal mit Feuchtigkeit drüber, um den späteren Shellack-Auftrag zu simulieren. Und da sieht man, leider sind diese Löcher immer noch recht dunkel. Da mich das stört, wende ich hier einen Trick an, nämlich ein leicht gewölbtes, abgerundetes Schnitzeisen, ein kleines, was ungefähr die Größe und Breite dieser Löcher hat, verwende ich dazu, die Vertiefungen noch sauber zu bekommen. Das heißt, diesen dunklen Lack, den Dreck, ein bisschen stärker rauszukratzen. Ja, so sieht das Ganze jetzt fertig poliert aus. Es ist leider nicht vollständig verschwunden in diesem Fall, aber in der Gesamtheit fällt es auf dem Möbel nicht mehr so stark auf. Es sind einfach Gebrauchsspuren, mit denen muss man leben. Hier jetzt ein weiteres Bügelprojekt. Diesmal handelt es sich um Massivholz, um eine Buchen-Leimholzplatte, die auch einige Dullen und Kratzer aufweist, die zusätzlich auch noch ein bisschen mit Dreck verfärbt sind. Ich habe es ebenfalls befeuchtet, diese Stellen, und versuche jetzt mit dem Bügeleisen, Dampf und Wärme und einem dazwischen gelegten Tuch das Holz wieder zum Quellen zu bringen. Schauen wir mal gleich, ob das funktioniert hat. Ja, ein bisschen was ist gegangen. Das muss man ein paar Mal wiederholen. Erneuter Wasserauftrag. Und das eine Weile einziehen lassen, schadet auch nicht. Und dann wieder mit Wärme und Dampf drauf und ausprobieren, bewegt sich da was oder nicht. Jetzt sind die Stellen zwar ein bisschen aufgequollen, aber leider immer noch dunkel. Ich darf damit nur mit dem Bügeleisen nur drauf gehen, weil es sauber ist, weil ich es nach dem letzten Projekt wirklich abgeschliffen habe. Und auch hier säubere ich die Stellen, also die Dunkelheit in den Vertiefungen mit Schleifpapier. In der Regel macht man das in der Längsrichtung, nur da, wo dieser Kratzer quer ist, schleife ich in die Vertiefung hinein und dann in der Längsrichtung drüber. Und nach solchen Arbeiten kommt immer die Kontrolle, erstmal Staub weg und dann mit Feuchtigkeit simuliere ich den späteren Auftrag. Dieses Brett war ehemals geölt. Und das werde ich, wenn das Wasser trocken ist, nachölen. Jetzt kommt ein bisschen Hartöl auf die Fläche und eigentlich sieht man nicht mehr allzu viel, nur diese gebrochenen Kanten von den kleinen Löchern. Die bekomme ich auch nicht wirklich weg. Sie sehen, man kann ganz schön viel machen mit so einem kleinen Bügeleisen. Allerdings ist es wichtig, ich würde das Ganze nur für die Werkstatt verwenden und nicht mehr zum Kleiderbügeln, weil so sauber sieht es nur aus, wenn man es schleift und reinigt nach dem Bügeln. Gut ist auch noch, wenn das ausgestattet ist mit einem Stecker, der sich abziehen lässt
oder mit einem Ein- Ausschalter, damit sie das Furnieren nicht verbrennen. Ja, und was haben wir gemacht? Also wir haben Dellen rausgebügelt, wir haben Furnier flach gebügelt, wir haben können mit dem Bügeleisen Furnier auch lösen. Wir können mit dem Bügeleisen auch Furnier sehr schön zusammensetzen. Nicht zu große Flächen, aber sowas geht wunderbar. Also es ist sehr vielfältig und ich hoffe, Sie können da was rausziehen für Ihre eigenen Bügelprojekte in der Werkstatt. Die Renovierung von Furnier und viele andere Restaurierungsthemen finden Sie reich bebildert und in nachvollziehbaren Arbeitsschritten in meinem Buch Reparieren, Renovieren, Restaurieren von Holzoberflächen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, so geben Sie uns doch gerne einen Daumen hoch. Hier unten können Sie auch gleich den ganzen Kanal von Holzwerken TV abonnieren, um nichts zu verpassen. Oder Sie bleiben am besten gleich dran. Hier links gibt es noch jede Menge gute Filme.